herzlich willkommen. Ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir stehen hier gerade am roten Teppich beim Oldenburg Filmfestival. Heute Abend bekommen hier Oscar-Preisträger Nicolas Cage und Pulp Fiction-Star Amanda Plummer den German Independent Honorary Award verliehen. Und wir freuen uns schon unglaublich, die beiden zu sehen. In rund 80 Filmen hat Nicolas Cage bereits mitgewirkt, quer durch alle Genres. Der 52-Jährige war vor allem in den 90ern sehr populär. Für seine herausragende Leistung in dem Drama Leaving Las Vegas aus dem Jahr 1995 gewann er den Hauptdarsteller-Oscar. In den darauffolgenden Jahren etablierte er sich dann als Actionstar. Seine Filme The Rock, Fels der Entscheidung, Con Air und Im Körper des Feindes Face Off waren damals absolute Genre-Highlights und genießen noch heute Kultstatus. Für den Schauspieler war es eine bedeutende Zeit in seinem Leben. Which one of your movies had the biggest influence on your career? Which one of my movies? I would say it would be a combination of, there was a one period in time where I did Leaving Las Vegas and The Rock in the same year. And those two polarities, those two very diverse films, I think, had the biggest impact on my career. How would you describe your career in only three words? In three words, describe my career. I don't know if I could do it in three words. I mean, it's always changing. It's transforming. I'd have to think a little more about that to give you a proper answer. Auch Amanda Plummer hat in ihrer Karriere sehr viele unterschiedliche Figuren verkörpert. Die 59-Jährige wirkte in rund 100 Filmen und Fernsehserien mit. Ihre wohl bekannteste Rolle hatte sie in Quentin Tarantinos Kulthit Pulp Fiction. Sie spielt in dem Episodenfilm die Kleinkriminelle Honey Bunny. In der jüngeren Vergangenheit war die Schauspielerin unter anderem in der Jugendbuchverfilmung Die Tribute von Panem Catching Fire zu sehen. Ins Filmgeschäft eingestiegen ist sie bereits 1981. Eine lange Karriere also, die sich gar nicht so leicht zusammenfassen lässt. Can you describe your career in three words? No. Just shortly? I have no short words for my life. I'm so sorry, but you're very sweet. Thank you very much. Ja, das war heute hier wirklich ein absolut phänomenales Erlebnis und du hast ja heute auch deinen ersten Oscar-Preisträger interviewt. Ja, und von so einem Pulp Fiction Star wird man auch nicht jeden Tag geküsst, oder? Nee, das kam schon ganz schön überraschend. Damit verabschieden wir uns jetzt aus Oldenburg. Ich liebe dich, Pumpkin. Ich liebe dich, Honey Bunny. Keine Panik, das ist ein Überfall!